Ja, hi, ihr Lieben! Ich habe wieder ein Paket bei Avel bestellt und ich muss echt aufpassen. Ich mache jetzt mittlerweile eine Weiterbildung und ich verdiene da quasi wieder Ausbildungsgehalt. Also, ich muss sparen, Leute. Ich kann nicht mehr so viele Bücher kaufen. Auf jeden Fall habe ich von der lieben Isa von It's Funk die Insta-Stories gesehen, wo sie dann gesagt hat, bei Avel sind super tolle neue Bücher reingekommen und ich konnte es mir nicht verkneifen und ich habe natürlich nachgeguckt. Und natürlich habe ich auch was gefunden und bestellt. Und was es ist, schon immer rein. Yeah, time, I'm ja, <laughs> es sind alles Taschenbücher, bis auf ein Buch. Das ist ein Hardcover. <laughs> Fangen wir damit, glaube ich, auch mal direkt an. Das ist nämlich von Julie Kagawa Plötzlich Fee, das Geheimnis der Nimmernie. Da habe ich auch erst gekauft, dann nachgedacht, denn da stand, es ist Band 5 der Reihe. Auf Amazon stand auch, es ist Band 5 der Plötzifee-Reihe. Kam mir natürlich schon komisch vor, dass das nicht so ein Herbst- oder Frühlingsnamen hat für die anderen Teile. Bis ich dann wohl rausgefunden habe, das ist eher so ein Extra-Ding irgendwie und gar kein richtiger, kompletter fünfter Band. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber ich wollte halt die komplette Reihe als Hardcover mal zu Hause haben. Deswegen habe ich das auch. Und hier ist uh, noch ein plötzlich Fehlleserzeichen äh, drin. Das ist hübsch. Ja, äh, auf jeden Fall habe ich es jetzt hier. Und dann muss ich mir die anderen Teile auch nochmal kaufen, weil ich bis jetzt nur Band 1 habe. Ja, genauso intelligent war mein Einkauf bei Rockstars Küsst man nicht von Kylie Scott. Ich wollte, glaube ich, schon ewig die Rockstar-Reihe lesen. Ihr müsst mal gucken, ganz am Anfang von meinen YouTube-Videos, also Booktube-Videos, habe ich meine Wunschliste gemacht, welche Bücher ich unbedingt haben möchte. Und ich glaube, kein Rockstar für eine Nacht oder so. Ist, glaube ich, der Band 1. Auf jeden Fall habe ich den ersten Band da in dieser Wunschliste gehabt, aber ich habe mir nie die Reihe gekauft. Als ich jetzt gesehen habe, das ist halt den vierten, glaube ich. Ist das der fünfte oder vierte? Ich weiß es nicht. Ich glaube der vierte. Äh, ja, dass es den halt für günstiger gibt als Mängelexemplar. Und hier ist wirklich nichts dran, außer ein paar Rillen hier unten und halt der Stempel. Habe ich mir gedacht, kaufst du den einfach mal, weil du möchtest definitiv die anderen Teile auch haben. So kann man seine Sammlung aber von hinten aufrollen. Ist ja auch okay. Ja, dann habe ich mir noch ein Buch von Kylie Scott geholt. Und zwar Crazy Sexy Love. Das Buch habe ich einfach schon bei der Gabi gesehen und bei der Lucia und irgendwie wollte ich das unbedingt lesen. Weil momentan lesen ja auch alle den Folgeband davon und die Geschichten hören sich eigentlich ganz interessant an. Äh, hier habe ich jetzt auch noch gar nicht so eine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie, dass eine Braut bei irgendeinem Typen plötzlich in der Badewanne sitzt. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, das fand ich schon so skurril. Ich wollte das Buch einfach unbedingt mal lesen. Und deswegen hat es jetzt seinen Weg zu mir gefunden und auch hier ebenfalls eigentlich nur unten eine kurze Macke und toll. Dann habe ich mir noch drei Bücher einer Reihe geholt, aber fragt mich jetzt nicht, welcher Teil welcher ist. Und zwar hier diese hart reihe diese schönen glitzernden Viecher. Ich habe ja Hardwired, den ersten Band, den habe ich hier. Den habe ich auch schon mal bei Avel gekauft, als es halt nur den ersten gab. Und da dachte ich mir, ich will ja die ganze Reihe irgendwann mal haben und habe deswegen auch Hard Limit, Hard Line und Hard Pressed gekauft. Aber ich weiß gerade nicht, welcher welcher ist. Also das schaffe ich nicht. Ja, und auch hier muss ich sagen. Dafür, dass ich jetzt dann die Reihe so für weniger Geld habe, hat es jetzt definitiv gelohnt. Auch hier sind nur unten wieder so ein paar Macken und äh, gut, an einer Stelle ist das hier irgendwo so leicht eingequetscht vielleicht, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Die kann man einfach super gut noch äh, nebeneinander so im Schrank stehen haben. Und ich habe wieder eine Reihe, die ich mal langsam anfangen sollte zu lesen. Ja, wer meinen äh, Lesemonat mal gesehen hat in letzter Zeit, der weiß, dass ich auch die Vampire Academy angefangen habe als Hörbuch zu lesen und ich fand das so geil. Also ich habe den ersten Band ja äh, gehört hier Blutschwestern und habe beschlossen, ich möchte unbedingt die komplette Reihe auch mal als Buch lesen, als Buchreihe, weil ich das so toll fand, ich möchte definitiv lesen. Und da ich den ersten Band und den zweiten Band jetzt bei Avel bekommen habe, habe ich natürlich zugeschlagen und mir beide besorgt. Ich finde, ja gut, von den Covern her finde ich geht so. <laughs> Aber ich fand die Geschichte halt ganz interessant und möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das kann ich jetzt besser lesen, als über Hörbuch zu hören, weil ich eh nicht so viel zum Hörbücher hören komme in letzter Zeit. Da lese ich dann doch lieber mal die Vampire Academy komplett durch. Boah, und dann gab es zwei Bücher, Leute. Ich bin oh, ausgerastet, weil es auch so eine Reihe ist, die ich schon jetzt länger lesen wollte, weil die gefühlt einfach jeder liest, nur ich nicht. Und jetzt kann ich es auch tun, denn es gab tatsächlich die ersten beiden Teile hier von Mona Kasten, Begin Again und Trust Again und ich habe mich so gefreut, weil das sind ja recht brandaktuelle Bücher. Ich war ziemlich überrascht, weil normalerweise ja, sind ja doch schon eher so ältere Exemplare. Manchmal hat man zwar auch Glück, dass da gerade ein Buch irgendwie was gerade mega gehypt ist, dann da drin ist, aber hier direkt alle beide. Wow, Wahnsinn. Auch hier ist ebenfalls wieder nichts dran, außer halt unten diese Rollabdrücke. Gut, hinten war wohl immer ein Sticker drauf, der jetzt abgeknibbelt wurde. Aber ansonsten, hallo, ich kann endlich beginnen gerne lesen, Leute. Ich bin dann einer von euch. Also für alle, die, die es schon gelesen haben. Fehlt mir jetzt natürlich nur der dritte Band, aber den kann ich mir irgendwann mal dazu holen. Aber ich freue mich wahnsinnig, ich bin tierisch gespannt und äh, ja, cool, dass es die gab. Ja, ihr habt schon gemerkt, das war hier alles ziemlich Young Adult und New Adult und was weiß ich nicht war alles lastig aber äh, ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte nur noch mal erwähnen, sonst ist ja immer dieses Avell-Lesezeichen da drin und diesmal hat es ein neues Design und das finde ich richtig hübsch. Passt auch so ein bisschen zu meinen Hard-Büchern. Ja, sehr schön, kann ich immer gebrauchen. Ja und das war auch schon meine Avell-Bestellung. Es ist ein bisschen was geworden, aber wie man sieht, ich habe mich eher an die Reihen gehalten, damit ich rein vervollständigen kann beziehungsweise sehr gut mir erstmal ein paar Reihen kaufen kann. Da, 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 da. Aber ich freue mich über jedes Buch, was ich jetzt gekauft habe. Und ich würde mich natürlich auch über eure Meinung freuen. Habt ihr schon Einzelbücher gelesen? Könnt ihr sagen, oh, das Buch, das ist richtig gut, lies es? Oder, das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, überleg dir das lieber nochmal, <laughs> ob du es als nächstes lesen willst oder doch ein bisschen nach hinten schieben möchtest. Dann ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Gewöhnt euch nicht zu so sehr an Unpackings. Es wird leider ein wenig weniger werden in nächster Zeit. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch andere Videos anklicken, wenn ihr Lust habt. Es gibt immer was zu sehen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao!